So, die Star Bulls sind auf dem Eis. Jetzt kommen auch die Wölfe dazu. Chase Vitala gewinnt das Bulli. Vollmeier. Fröhlich. Ja, guter Pass hier zu Bilek. Immer noch Bilek. Bilek setzt sich da alleine durch und er macht das! 1:0! Vítězslav Bilek mit dem ersten Tor in dieser Partie. Das hat er richtig gut gemacht. Setzt sich da durch. Es ist dieser wunderschöne Pass. Und dann schauen Sie sich das an, Bilek. Da fährt er an Dominik Müller vorbei und lässt Niklas Deske keine Chance. Und somit führen die Rosenheimer mit 1:0. Fröhlich. Und das nächste Tor. Und das nächste Tor. Rosenheim macht das 2:0. Und es war schon wieder Vítězslav Bilek. Ja, der ist heute gut drauf. Zwei Tore innerhalb einer Minute. Nicht schlecht. Bleibt eiskalt vor dem Kasten. Und netzt ein. Und somit finde ich Star Wars jetzt schon 2:0. Gegen die selber Wölfe. Bulli gewinnt für Rosenheim, Vollmeier. Vollmeier. Bilek. Wieder Bilek. Und Vollmeier und das Tor, 3:0. 3:0 für die Star Bulls. Maxi Vollmeier hat es gemacht. Und es war wieder Bilek. Fährt er hinter das Tor. Passt die Scheibe wunderbar in die Mitte. Und Vollmeier steht da parat. Und netzt eiskalt ein. Ja, und Rosenheim führt mit 3:0. Kovacek und Mudry kommt da nicht mehr hin. Und da ist es! 3:1. Anschlusstreffer für die Wölfe. Dominik Müller ist es gewesen. Zieht da einfach mal ab. Hier der Schuss von Dominik Müller. Von niemandem abgefälscht, geht trocken ins linke Eck. Und Steinauer war da die Sicht verdeckt. Und Dominik Müller macht es wieder halbwegs spannend. Und das war jetzt natürlich wichtig. Versucht er den Schuss hinzubekommen, hat nicht ganz funktioniert. Wieder Ian McDonald und Mudryk. Ah, Steinauer lässt nur abprallen. Den hätte er auch sicher haben können. Bilek. Chase Vitella. Ah, Draxinger muss da aufpassen und jetzt ist er durch. Die Gelegenheit und das Tor. Jared Mudryk nutzt das eiskalt aus. Draxinger hat ein bisschen geschlafen. Und schauen Sie mal, wie schön der das macht. Lässt sich da Zeit und dann guckt er den Lukas Steinauer aus und netzt ein zum 3:2. Und jetzt haben wir eine richtig spannende Partie.
Ja, Rosenheim, das ist natürlich ziemlich bitter für die Star Bulls. Die letzten 5 Minuten waren sie wieder die bessere Mannschaft. Vollmeier, richtig gut gemacht von Dominik Kolb. Und die nächste Gelegenheit und das Tor, der Ausgleichstreffer. Florian Andruschka hat's gemacht. Ja, und das hat sich abgezeichnet. Ian McDonald mit dem Pass zu Andruschka. Und der bleibt eiskalt. Ja, und die Rosenheimer geben ihre 3:0 Führung wieder her. Aber hier im letzten Drittel sind sie bisher das bessere Team. Die selber Wölfe machen mehr Dampf vor dem Kasten von Steinauer. Neumann, 30 Sekunden noch, Rosenheim verliert die Scheibe. Wieder Neumann. Die Girona, so langsam müssen sie sich beeilen. Fröhlich, Bilek und Mudrik. Nochmal mit Girona. Die letzten Sekunden, Fröhlich. Ja, und das Ding geht in die Overtime. Also Verlängerung in dieser Partie. Und für Rosenheim ist das natürlich schon ein hergeschenkter Punkt. Es sind nur noch 3 Feldspieler auf dem Eis. Bringt natürlich mehr Räume für die kreativen Spieler in den Teams. Ist das natürlich immer eine gute Gelegenheit. Mudrik setzt sich da gut durch. Immer noch Mudrik! Mudrik! Und jetzt ist er drin! Jetzt ist er drin! Jared Mudrik hat's gemacht! Und bringt seine Wölfe damit zum Sieg. Das ging jetzt auch ziemlich schnell. Keine 20 Sekunden hat's gedauert in der Overtime. Mudrik setzt sich da durch, schaut sich das an, macht das wunderbar. Ja, und dann, ich glaube, Neumann ist es gewesen, bringt die Scheibe da ins eigene Tor mit seinem Schlittschuh. Ja, das ist bitter. Aber die Rosenheimer brauchen sich nicht zu beschweren. Sie haben 3:0 geführt, haben das leichtsinnig hergegeben. Und Gratulation an die selber Wölfe. Sie sind jetzt auf dem 2. Tabellenplatz. Rosenheim jetzt 3.